Machen wir es mal nochmal. Kamera oben rein und Achtung. Fährt von alleine wieder runter. Deswegen, hey Leute, ich bin der Ugi und willkommen bei TechFloyd. Heute möchte ich mal ein Smartphone mal wieder auspacken. Das haben wir schon lange nicht mehr auf dem Kanal getan. Es handelt sich hier um das Honor 9X. Ein Smartphone, das vielleicht für viele da draußen interessant sein könnte. Optisch hat es eine ganze Menge zu bieten. Ich finde es super interessant. Der Preis ist aktuell gerade bei 249 Euro, was das Ganze nochmal ein bisschen wirklich attraktiver macht. Und wir werden mal gemeinsam schauen, was da so drin ist, wie das Smartphone so wirkt und die ersten Eindrücke dann auch schauen. Eine Sache vorweg. Ich werde es nächste Woche übrigens vergleichen mit ein paar anderen Smartphones, alle unter 300 Euro. Und dann gibt es ein Gesamtvideo mit den besten Smartphones für 300 Euro. Da könnt ihr mindestens zwei, vielleicht sogar drei Smartphones davon gewinnen. Und das passiert im nächsten Video, aber jetzt geht es erstmal mit diesem hier los. Also viel Spaß! Wir haben jetzt hier natürlich dann die Verpackung, die gar nicht mal so spektakulär aussieht. Ich meine, wir haben jetzt hier natürlich keine weiße Verpackung. Mir gefällt es eigentlich nicht mehr so sehr, dass alles so clean und so weiß ist. Aber wir haben auf der rechten Seite ein schönes Blau. Deswegen muss ich es eigentlich gar nicht großartig erwähnen. Das ist jetzt nicht wahnsinnig spektakulär, aber das Honor-Logo, das hat sich jetzt vor einem Jahr etwa geändert und es ist so ein bisschen bunter geworden. Das gefällt mir eigentlich sehr, alles auch groß geschrieben und wie gesagt auf der rechten Seite dann genau gleich Honor 9X als Aufschrift. Auf der Vorderseite haben wir jetzt nichts wahnsinnig Kreatives, da ist das Smartphone abgebildet, aber ich gehe jetzt mal ein bisschen näher ran. Wir sehen jetzt hier auch schon, dass jetzt hier auch die Pop-Up-Kamera auch schon abgebildet ist. Das heißt also, es wird ein Gerät sein, das sehr spektakulär eigentlich ist, für den Preis auf jeden Fall, weil wir im Prinzip ein sehr, sehr großes Smartphone haben, das praktisch nur aus Display besteht. Dann auf der unteren Seite sehen wir eigentlich auch Folgendes. Und zwar handelt es sich hierbei um die Global Version, die als schwarzes Gerät ausgeliefert wird, und zwar mit 128 GB und 4 GB RAM. Dieses Smartphone gibt es in verschiedenen Varianten. Es gibt es unter anderem mit 6 GB und 64 GB Speicher oder auch zum Beispiel mit 8 GB RAM. Also da hat es eine ganze Menge Möglichkeiten, aber wie gesagt, hier sehen wir diese Variante. Ich verlinke euch natürlich unten alles in der Videobeschreibung, sodass ihr auch das richtige Gerät dann auch findet. Dann kommen wir mal zu meinem neuen Unboxing-Messer. Das holen wir jetzt mal raus, weil das haben wir schon länger nicht mehr in Gebrauch gehabt. Achtung, einmal durchschneiden, hier und hier. Und dann schauen wir mal, was denn im Gerät oder in der Verpackung alles drin ist. Wir haben ja einmal das Smartphone natürlich wie immer bei Huawei und bei Honor Smartphones in Plastik drin. Ich glaube, das ist so eine antistatische Ladung. Also, dieses Plastik, das brauche ich ja persönlich nicht. Also, das ist nur bei Huawei und Honor Smartphones so oder bei günstigen Smartphones einfach immer. Deswegen lege ich es mal weg. Ich bräuchte es eigentlich nicht. Wir haben hier auf dem Gerät gleich mal ein paar Informationen, die uns interessieren könnten. Und zwar ein riesengroßes 6,59 Zoll großes Display mit Fullview. Das ist ja kein OLED, trotzdem bin ich mal gespannt, wie eigentlich auch das Display wirkt. Dazu haben wir eine 48 Megapixel Triple Kamera. Auf die bin ich echt mal gespannt. Und einen riesengroßen 4000 mAh Akku. Zu dem komme ich nachher noch gleich dazu. Und wie gesagt, jetzt in dieser Variante 128 GB Speicher. Und die Rückseite ist jetzt schwarz, aber das machen wir nachher gleich. Zuerst lege ich es mal weg. Dann schauen wir uns das hier mal an, das Booklet. Und zwar ist es so, dass bei Testgeräten jetzt nicht immer die finale Version dabei ist. Normalerweise sollten hier jetzt eine ganze Menge an Büchlein drin sein. Die sehen wir jetzt. Ja doch, tatsächlich ist was mit dabei, aber wir haben jetzt ja einmal das SIM-Eject-Tool, das hier mitgeliefert wird. Dann haben wir doch einen Quick-Start-Guide und zwar in verschiedenen Sprachen, wie immer, brauche ich auch nicht so unbedingt, und die Warranty-Card. Das heißt also, diese Version sieht dann tatsächlich so aus, wie die, die dann im Handel dabei ist. Und dann haben wir hier zusätzlich noch eine Silikonhülle. Ich möchte das jetzt auch nicht überbewerten, das ist jetzt nichts wahnsinnig Tolles, aber damit ihr das Smartphone schon mal geschützt habt, bis ihr vielleicht ein eigenes Case dann dazu holt, wie auch immer, das dürft ihr selber entscheiden. Ich halte jetzt nicht so viel davon, das ist Plastik, unnötig, und ich habe bisher noch nie jemanden gesehen, der solche Silikon-Cases auch wirklich nutzt. So, dann kommt das hier mal alles auf die Seite und wir schauen uns diese zwei Sachen an. Und zwar haben wir einmal natürlich das Huawei bzw. Honor typische USB-C Kabel. Nein, haben wir nicht. Und zwar sehen wir das nämlich an den lila
gepolten Ecken. Das heißt also, wir haben hier jetzt ein ganz normales USB-Typ-C-Kabel. Das ist jetzt nichts Besonderes, aber der erste Indiz dafür, dass wir hier nämlich kein Quick-Charging-Ladegerät haben. 5 Volt auf 2 Ampere. Das ist also, ja, also das ist schon sehr, sehr gering. Bei einem 4000 mAh Akku hätte ich mir schon auch Quick Charging gewünscht. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Deswegen haben wir nur ein herkömmliches Ladegerät. Das ist etwas schwach, wie ich finde. Aber wie gesagt, wir bewegen uns immer noch bei einem Preissegment von 250 Euro. Deswegen ist das immer noch zu verkraften. Jetzt machen wir das mal auf die Seite und schauen uns das Smartphone jetzt mal auf der Rückseite zuerst an. Zunächst erstmal den Sticker weg. Einmal hier. So, und das hier auch, was steht denn hier dran? Das kommt jetzt auch noch kurz weg. Das sind jetzt eben die Flecken, die von den Stickern drauf sind. Aber was wir noch sehen, was es schon länger nicht mehr gab, ist ein Fingerabdrucksensor auf der Rückseite. Generell ist dieses Smartphone, ich würde jetzt sagen, eher handlich. Allerdings ist es jetzt auch so etwas, was kein High-End-Produkt ist. Wir sehen schon, dass es sehr, sehr dick ist eigentlich. Und ich hole jetzt mal dazu das Honor 20, das deutlich teurer ist. Das ist dann nämlich schon eher Flaggschiff ähnlich und da sehen wir schon generelle Unterschiede. Obwohl das Fingerabdrucksensor hier beim linken Modell auf der Randseite ist, ist das Smartphone rechts dann doch etwas dicker. Und da sehen wir einfach schon, dass es einen anderen, ja, eine andere Zielgruppe hat. Wir haben ja ein dickes Smartphone, wir haben hier kein OLED-Display und wir haben hier ein sehr, sehr großes Display. Ich mache jetzt mal das hier weg. Das ist nämlich der Sticker für das Smartphone, aber was ich gut finde, ist, dass hier jetzt obendrauf nochmal, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, obendrauf nochmal eine Schutzfolie drauf ist und die ist aber so gedacht, dass sie drauf bleiben soll. Da ist es nicht zum Abziehen oder sonst etwas da, aber das Display ist schon mal geschützt, was ich eigentlich ganz gut finde. Dann haben wir oben diese 3 Kameralinsen, 48 Megapixel, das muss ich mal genauer testen, ob die auch wirklich was taugen. AI-Kamera als Symbol und dazu noch das Kameralicht. Wir schalten mal das Smartphone ein und in der Zwischenzeit, bis das Smartphone auch wirklich dann noch betriebsbereit ist, lege ich es mal einfach kurz auf die Seite und bin gleich wieder da. Achtung! Ich wollte jetzt an der Stelle einfach mal kurz zeigen, wie das Ganze so wirkt. Wir haben hier nämlich ein sehr, sehr großes Display und ja, also es ist ein Smartphone für 250 Euro und dann können wir natürlich eigentlich schon sagen, dass ich eigentlich zufrieden bin. Natürlich könnten die Displayränder generell etwas, ja, dünner sein. Das ist mit OLED-Smartphones beispielsweise möglich, aber prinzipiell für 249 bin ich, was die Größe angeht, wirklich angetan. Ich bin jetzt nicht so der wahnsinnig Überflieger, was jetzt normale IPS-Panels angeht, aber wir haben hier eine Full-HD-Plus-Auflösung mit 1080 Pixeln auf 2340. Das ist schon mal ordentlich und dazu kommen wir dann bei einer Pixeldichte von 391 ppi. Grundsätzlich ordentlich. Jetzt nichts wahnsinnig Weltbewegendes, aber es ist okay. Ich möchte euch mal kurz den Fingerabdrucksensor oder den einrichten im Prinzip. Ne, das machen wir jetzt nochmal so kurz. Und dann möchte ich euch zeigen, wie schnell er ist. Das werden wir aber gleich zusammen rausfinden, indem ich einfach mal den Fingerabdrucksensor hinten auflege. Und ja, also die Position des Fingerabdrucksensors passt für meine mittelgroßen Hände eigentlich prima. Es ist leicht zu erreichen und er ist auch sehr responsive. Also er gibt, wie sagt man, ein Feedback, wie ich das berührt habe. Deswegen ist es eigentlich auch gut zu erreichen. Jetzt machen wir es mal folgendes. Wir machen das Ganze einmal durch und dann schauen wir uns einfach mal kurz an, wie das Panel denn so wirkt. Ihr dürft selber sagen, wenn euch etwas stört, aber prinzipiell bin ich so von dem, was man jetzt hier so sieht, eigentlich ganz angetan. Es ist immer noch ein günstiges Smartphone. Ich würde es gar nicht mal in die Mittelklasse mit reinschubsen, sondern einfach ein günstiges Einsteiger-Smartphone. Und da bekommen wir nämlich einmal das hier, was ich euch zeigen möchte, einmal die Pop-Up-Kamera und die, muss ich schon auch sagen, ist einfach super langsam, aber ja, also generell, ich möchte gar nicht zu viel erwarten. Also die Kamera hier vorne, wie sie da rauspoppt, ist schon okay, aber super langsam. Ich möchte nochmal testen, ob sie denn auch von alleine einfährt, wenn irgendwas ist. Ja, sie ist von alleine wieder zurückgefahren. Machen wir es mal nochmal. Kamera oben rein und Achtung, fährt von alleine wieder runter. Deswegen ist Sicherheit schon mal gewährleistet. Also generell ganz gut. Aber ihr seht auch schon die Frontkamera, also die Qualität ist jetzt nicht so der absolute Wahnsinn.
Ich mache jetzt mal Folgendes, und zwar nehme ich nämlich gleich hier so ein Video auf. Achtung! So, jetzt haben wir gleich die Frontcam getestet. Natürlich seht ihr auch schon, die Auflösung ist super, super schlecht. Ich hoffe, der Ton ist eigentlich auch ordentlich. Normalerweise sind auch bei diesen günstigen Smartphones ist nicht alles so wahnsinnig gut, aber generell bin ich fast schon, ja, also angetan. Aber jetzt nicht, was die Kamera betrifft, sondern für das, was man bekommt. Wir bekommen ein riesengroßes Display, wir bekommen eine Pop-Up-Kamera, das heißt also mechanisch ist auch noch was unterstützt, ein Fingerabdrucksensor auf der Rückseite und alles andere werden wir jetzt demnächst dann auch testen. Das Tolle daran ist natürlich, dass wir nach wie vor alle Google-Apps dann auch haben, was ja auch wichtig ist, wenn wir so ein Smartphone haben möchten, was für Einsteiger gedacht ist. Ich werde es mal testen, ob das ein gutes Gerät ist, ob man damit gaming kann, aber ansonsten bin ich jetzt mal auf euch gespannt. Und das soll es also auch schon gewesen sein mit dem Honor 9X. Ich bin wirklich angetan. Optisch finde ich es ja deutlich interessanter als innen drin, aber das wird dann der Test auch noch zeigen. Und wie schon erwähnt, abonniert den Kanal, weil dann nehmt ihr nächste Woche auch am Gewinnspiel teil. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne, ob euch dieses Smartphone auch interessiert oder nicht oder was ihr generell von diesem Video haltet. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin. See ya. I, air goes aside from my soul. I,